Das Duell zwischen dem MSV Duisburg und St. Pauli war spielerisch kein Feuerwerk. Dennoch ging es auf dem Kiez heiß her. Auf und sogar neben dem Platz. So wurde der Busfahrer der Zebras unfreiwillig in einen Zweikampf verwickelt. Ja, jetzt kann ich drüber lachen, aber in der Situation war es schon kurz ein Schockmoment. Er hat auch Riesenglück, dass es Sammy Alagui war, der, glaube ich, 70 Kilo wiegt. Wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre, hätte es schlimmer ausgehen können. Und ja, mittlerweile geht es ihm, glaube ich, schon wieder besser. Aber ja, Glück im Unglück. Doch natürlich wurde auch noch Fußball gespielt. Auf dem Platz waren es aber vor allem die strittigen Szenen, die in Erinnerung bleiben. Bei den beiden Elfmeterpfiffen haben sowohl der MSV als auch Pauli ein wenig Glück. Erst bei der Aktion gegen Lukas Fröde, später bei Fleckens Rettungsaktion. Ja, ist immer schwierig für den Schiedsrichter. Er muss in Bruchteilen von Sekunden handeln und wir haben immer die Wiederholung, um zu sagen, ja, war keiner, aber für ihn war es in dem Moment Elfmeter, dann ist es auch gut. Andererseits haben wir auch einen bekommen, für die war der auch strittig, von daher sage ich 1-1. Am Ende stand es dann 2-2, dank des späten Ausgleichs durch Stani Iljutschenko. Ein besonderer Treffer, den er seinem Sohn zum Geburtstag versprochen hatte. Versprechen eingelöst und den Zebras den verdienten Punkt gerettet. Am Ende ist dann ausgeglichenes Spiel mit 2-2 können wir auch leben, weil wir wollten heute unbedingt punkten und unsere Zielminimum haben wir auch erreicht. Man weiß, dass hier zu spielen ist immer Besonderes, als Spieler jetzt vor ein paar Jahren und jetzt als Trainer und freue mich, hier als Gast zu sein. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem Hinrunde, aber besser geht immer und dementsprechend werden wir auch daran arbeiten, dass wir uns kontinuierlich weiter verbessern. Die Chance auf den nächsten Dreier gibt's noch in diesem Jahr, allerdings in der Rückrunde. Am Sonntag trifft die Grujew 11 auf Dynamo Dresden. Und mit den Sachsen haben die Duisburger noch ein Hühnchen zu rupfen. Die knappe Last-Minute-Niederlage vom ersten Spieltag will der MSV so nicht stehen lassen. Einfach wird das aber nicht. Wird auch schwieriges Spiel, weil Dresden momentan richtig gut sind. Die haben auch 3 Siege in Folge jetzt gefahren und denke ich auch, dass die auch hier kommen schon mit Selbstvertrauen. Aber wir haben auch keinen Grund, uns zu verstecken, weil seit Woche zeigen wir gute Leistung. Und natürlich ist es sehr schwer, Stoppelkamp und Boris Tasci zu kompensieren, weil die beide haben insgesamt 12 Tore geschossen und ungefähr 8 oder 9 Assists zusammen. Aber ich denke auch, dass wir als Kollektiv das schaffen können. Das ist ein einziges Spiel. Jeder muss auch alles raus holen, was er hat und Beste geben und dementsprechend denke ich auch durch Motivation, durch Emotionen, durch unsere Heimspiele und durch auch unsere Wille können wir das auch am Wochenende schaffen. Wie es ausgeht, sehen wir am Sonntag ab 13:30 Uhr. Dann kämpft der MSV um den dritten Heimsieg in Folge.